Er ist schon häufiger aufgefallen in der Landes-AfD. Dennis Augustin, einer der beiden Sprecher der Partei hierzulande. Der Verfassungsschutz ist bereits auf ihn aufmerksam geworden. Bundesparteichef Gauland bezeichnete ihn als ein Problem. In der vergangenen Woche dann ein Wahlkampfauftritt in Warnemünde, der für Ärger mit den eigenen Parteikollegen sorgt. Der Umgang mit der AfD ist unteilbar. Wer im Bundestag uns einen Vizepräsidentenposten verweigert, der bekommt in den Landtagen bitte keine Blumen überreicht, wenn er irgendwelche Minister einsetzt. Wer sich wie ein Wurm verhält, der darf sich am Ende nicht darüber beklagen, wenn er wie einer behandelt wird. Die Würmer in dieser Aussage, die eigene AfD-Landtagsfraktion, die hatte zuvor nämlich Blumensträuße verteilt an die im Landtag neu vereidigten Minister. Fraktionschef Kramer offensichtlich sauer. In Kommentaren wollte er sich da aber noch zurückhalten, so kurz vor der Wahl. Die ist jetzt vorbei und ein Brief an die Parteimitglieder verschickt. Darin heißt es, bezogen auf Augustin: Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist so nicht möglich. Dennis Augustin sollte die Konsequenzen ziehen. Und weiter, wir werden diese grobe Ungehörigkeit nicht durchgehen lassen. Absender auch der zweite Sprecher der Landes-AfD, Leif-Erik Holm. Die Parteispitze offenbar zerstritten. Heute nun hat die Landtagsfraktion in Schwerin einen Beschluss gefasst, wirft Augustin darin massiv parteischädigendes Verhalten vor. Das ist eine durch die Blume formulierte Rücktrittsforderung von uns an Herrn Augustin. War sich die Fraktion darin einig? Dieser Beschluss ist einstimmig gefasst worden, ja. Ob Augustin so weiter als Co-Sprecher an der Spitze der AfD stehen kann, darüber wird nun der Landesvorstand beraten. Spätestens im November, beim nächsten Parteitag, wird sich zeigen, wie der Machtkampf in der AfD ausgeht.